glaube, dass der ausschlaggebende Punkt war, dass wir unsere Chancen, die wenigen, die wir hatten, genutzt haben. Ich denke mal, es war ein intensives Spiel auf gleicher Höhe. War sehr heiß, es war windig, also die Wetterbedingungen waren jetzt auch relativ heftig, fand ich jetzt persönlich, habe auch meine Spieler in der Halbzeit gesehen. Wie gesagt, war ein schönes Spiel, intensives Spiel. Mariendorf war uns in der zweiten Halbzeit überlegen. Wir dafür in der ersten Halbzeit haben das Spiel trotzdem, meine ich, aufgrund der kämpferischen Leistung meiner Mannschaft, denke ich mal, verdient gewonnen. Es hat daran gelegen, denke ich mal, dass wir unsere Möglichkeiten, die wir gehabt haben, nicht konsequent genutzt haben. Und TB hat es clever gemacht, hat die Möglichkeiten, die sie hatten, gemacht. Und da ist das Spiel 3-1 ausgegangen. Wir haben alles versucht, also wir haben auch gut gespielt. Wir haben ja, glaube ich, 80 Minuten ging das Spiel eigentlich nur in eine Richtung, auf ein Tor. Wir haben eigentlich nichts falsch gemacht, außer dass wir keine Tore gemacht haben. Und die Jungs sind natürlich frustriert, genauso, da muss man sie mal wieder ein bisschen auffangen. Und es ist ja noch nichts verloren, wir sind jetzt immer noch Zweiter, wir haben noch einen Punkt Vorsprung, je nachdem, wie VB heute gespielt hat. Und von daher konnte ich den Jungs ja nicht den Kopf abreißen. Also, und die muss man auffangen, die sind genauso frustriert. Und deswegen haben wir noch mal kurz ein paar aufmunternde Worte gefunden und gehen die nächsten Spiele konzentriert wieder an.